So, ganz herzlich willkommen heute zu diesem Erfolgsinterview. Alex sitzt neben mir und wir sehen heute nicht einen Award, sondern zwei Awards, weil der Umsatz dann doch wahrscheinlich etwas schneller nach oben gegangen ist, als am Anfang erwartet. Einmal für das erste Mal fünfstellige Umsätze und einmal den goldenen Einkaufswagen von e-commerce.de für das erste Mal sechsstellige Umsätze, das erste Mal 100.000 Euro. Ja, ich überreiche ihn dir dann gleich nach dem Video. Auf jeden Fall erstmal Props für die Leistung. Ja. Richtig geiles Ergebnis. Du bist extra hergekommen aus Tirol. Aus Tirol, ja. Aus dem wunderschönen bergigen Land. Aus dem wunderschönen bergigen Land. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, bist du bei Null gestartet? Also komplett? Ja, genau. Ich bin bei komplett Null gestartet. Ist, glaube ich, auch schon fast 3 Jahre jetzt her, wo ich gestartet bin. Ja. Ja. Ich glaube, es war August 21. Ja. Und genau, dann Step by Step eigentlich hochgearbeitet. Hat ein bisschen länger gedauert mit meinem Produkt. Aber im Endeffekt hat es dann richtig gut ausgezahlt. Ja, genau. Richtig geil. Ja, ist ja eigentlich auch, also klar, kann auch schneller gehen, aber nach 3 Jahren auch dann so 100.000 Monatsumsatz ist ja auch nochmal, ich sag mal so, die fünfstelligen Monatsumsätze hat man ja meistens dann, war ja wahrscheinlich beim ersten Produktlaunch. Wie lange hast du gebraucht, um das erste Mal 10.000 Umsatz zu machen? Das war eigentlich direkt nach Produktlaunch, ja. Also auf Amazon direkt, wie lange hat es gedauert? 2 Wochen vielleicht, ja. Waren die 10.000 da und dann sehr schnell, ja, out of stock. Wartezeiten und so weiter. Ja. Also alles kassiert. Alles ausverkauft und dann damals war ja auch noch, dürfen wir jetzt nicht erwähnen hier, sonst schlecht für den Algorithmus, ist immer noch so, aber damals mit dem Problem, was wir 21, 22 so hatten, auch mit Nachlieferungen, war damals ja ein richtiger Pain. Ja, genau. Absolut. Funktioniert das jetzt besser? Also geht es schneller jetzt? Auf alle Fälle, ja. Mal aktuell halt wieder die Probleme mit dem Roten Meer, da kommt man halt nicht. Mit den Schiffen. Schiffen, also da keine Chance, da irgendwie was dagegen zu tun. Aber alleine von Cashflow-mäßig geht da schon einiges schneller, wie damals. Wenn man dann nochmal so, ich sag mal, den höheren Umsatz hat, dann ist ja der Cashflow auch immer so ein bisschen, der ist einfach mehr da. Wie viel, weißt du gerade aus dem Kopf ungefähr, was die Marge so ist? Also was sozusagen hängen bleibt auf dem Umsatz? Circa zwischen 20-25%. Ja. Okay. Also genau. Ja, also ja, geil. Sehr zufriedenstellend, hätte ich gesagt. Genau. Mega geil. Und also erstmal so geil, jetzt so seit 3 Jahren. Hast du das, also wie kommt man auf die verrückte Idee, mit Amazon FBA anzufangen? Ja, gute Frage. Ich habe es auf eigene Faust versucht, aber Produkt in einer extrem nischigen Unternische gefunden. Also nischiger geht es, glaube ich, gar nicht. Habe das dann, geliefert bekommen und dann natürlich es war kein gutes Produkt jetzt an sich. Es hat sich aber trotzdem dann verkauft, mit eigentlich Pari, also mit Null rauskommen. Genau, und dann habe ich eigentlich parallel mit dem Training gestartet, ja. Okay, also erst Produkt sozusagen rausgekommen. Genau. Warum würdest du sagen, hat das Produkt dann, also mit Null rausgekommen, ist ja zumindest schon mal kein Verlust jetzt so gemacht. Genau, aber Zeitverschwendung war es, ja. Ja, genau, aber warum würdest du sagen, hat es nicht funktioniert? Weil genau das, was im Coaching eigentlich gelernt wird, ja. Quasi wirklich Produkte höherpreisig anzusetzen, ja. Aber qualitativere, günstiges Produkt, 25, 30 Euro Verkaufspreis. Mhm. Nicht den Multiplikator gehabt, was auch von Einkaufspreis zu Verkaufspreis, was auch alles im Coaching-Training gelehrt und gezeigt wird, ja. Genau. Okay, alles klar. Ja, spannend, das ist ja auch nicht selten, dass man mal so dann so ein Break-Even-Produkt hat, gerade wenn es dann im günstigeren Preisbereich ist. Aber muss auch dazu sagen, also es ist auch nicht so, nur weil ein Produkt teuer ist, dass es automatisch deswegen funktioniert. Genau. Und wie war das Beruf? Also bist du Student, Ausbildung oder berufstätig ganz normal? Genau, berufstätig ganz normal. Ja. Ich arbeite immer noch. Vielleicht jetzt nicht mehr allzu lang, aber es läuft eigentlich ziemlich gut. Was machst du beruflich? Media Buyer. Ja. Also, nice. Ja, genau. Boah, wir sind ja eigentlich auf der Suche nach Media Buyer hier. Das wird sich mit mir nicht mehr ausgehen. Ja. Ah, geil, aber das heißt, du bist sozusagen, machst du das für auch im E-Com-Bereich? Also, für österreichisches Unternehmen, also keine Agentur, sondern wirklich ein großes Betrieb in Österreich.
Und bist du darüber auch dann darauf, also Media Buying sozusagen, was machst du, Facebook, Google, TikTok? Genau, jetzt, Facebook, Insta, also Meta generell, Google noch nicht, ja, aber genau. Sollst du dir aneignen, weil es meistens der einfachste Step, sag ich mal. Also Google Shopping ist immer das Allereinfachste, was man ergänzen kann. Also ich schalte es ja selber auch, ja. Also ich weiß auch von dem, wie die Steps sind. Genau, aber ich bin jetzt bei der Arbeit genau nur für Meta zuständig. Ja. Genau. Und du bist jetzt in Berlin, du hast gestern, hast schon erzählt, warst gestern noch bei uns im Lager hier oben in Oberkrämer. Genau. E-Commerce.de Lager, den Lars besucht. Genau, ja, genau. Also war sehr cool, ja, mit Lars, da mal Lagerführung und so weiter. Die Jungs einmal vor Ort kennenzulernen, also Gesicht hinterm Namen. Ja, war sehr cool, mal die Ware auch vor Ort dann zu sehen, wie alles verpackt wird. Und auch versendet wird, das wird ja auch, wir versenden auch, ne? Genau, genau. Also komplett von A bis Z macht hier alles bis zum Endkonsumenten. Und ja, bin da echt stolz, euch als Partner zu haben. Ja, geil. Er macht es verdammt gut. Der Lars auch immer on top, immer erreichbar. Also da gibt es gar nichts auszusetzen. Lars ist so eine richtige Legende, wir haben mal gesagt. Ja, Lars ist wirklich eine Legende, ja. Also Lars ist eine richtige, so eine Personal Brand, ohne dass man, also man kennt ihn nur, wenn man mit ihm zusammenarbeitet. Aber wenn man mit ihm zusammenarbeitet, ist er direkt so ein Teil von deinem Leben einfach. Also wirklich witzig. Aber das freut mich auf jeden Fall. Ist gerade natürlich ziemlich voll. Wir sind ja gerade am Schauen, habe ich gerade schon gesagt, auch noch in der zweiten Halle, dass wir da dann auch ein bisschen, ich sag mal, auch mehr noch Fulfillment und Co. machen können und Import. Genau. Aber es ist auch spannend, das mal selbst zu sehen, weil ich war das erste Mal, auch glaube ich 2020 oder 2021, überhaupt mal in einem Lager. Also ich war vorher noch nie in so einer Art von Lager. Ich habe zwar mal in der Logistik so einen Ferienjob gehabt, aber dann nur Pakete so verteilt, also eher so wie so ein DHL-Bote. Ich fand es total beeindruckend, wenn du so siehst, okay, wie viel Masse das einfach ist, wie viele Paletten und die Produkte stehen da alle rum. Das ist schon Wahnsinn, also auf Pakete auf, was sind jetzt, 5, 6 Etagen da hochgelagert, das ist schon krass zu sehen, ne? Also mal wirklich live da vor Ort zu stehen, vor dieser riesen Wand voller Paletten. Ja. Genau. Okay, cool. Und was ist so der, also was war so der oder der Hauptantrieb, das Ganze zu machen und jetzt ja auch durchzuziehen, weil du bist jetzt ja seit 3 Jahren sozusagen dabei, Business läuft immer besser. Also was ist so die Kernmotivation? Genau, also mal als erste Mal war mir nur Interesse eigentlich, ja? Also einfach nur an dem Business und an einem Business. Und das hat sich eigentlich mittlerweile dann immer gesteigert, ja, also immer mehr in das Business reingekommen, immer mehr Informationen bekommen, dann auch durchs Training natürlich und dann halt auch irgendwie den Reiz gehabt, ja, wirklich frei zu sein. Am Anfang war es eher Berufung, Berufung finden, wo will ich sein und ja, mittlerweile ist halt so, das will ich machen, ja, genau, und das ist halt richtig cool, das liegt mir, glaube ich, auch, genau. Ja. Voll wichtig, voll der geile Punkt, ich finde es auch super spannend, dass du, also da, wenn du im Media Buying sozusagen bist, das gibt ja super wenig Leute wahrscheinlich noch, die so aktiv im E-Commerce arbeiten, auch in dem Bereich und halt einfach so sehen, auch was möglich ist, weil dann, ich denke mir immer oft, oder ich kenne auch aus dem privaten Umfeld Leute jetzt nicht im E-Commerce, sondern in anderen Bereichen, zum Beispiel Handwerk oder sowas, die dann in irgendwelchen Unternehmen waren, das gemacht haben und halt gesehen haben, okay, krass, was da möglich ist. Ja. Und dann halt überlegen, okay, vielleicht mache ich mich auch mal selbstständig in dem Bereich und mach mal was. Aber war, also kam das auch so ein bisschen von da oder einfach so dieses, hey, ich möchte, keine Ahnung, mehr Zeit oder einfach mehr Geld verdienen oder mehr Perspektive? Natürlich, also Freizeit und Geld waren einmal der erste Antreiber. Ja. Mhm. Das hat sich aber dann natürlich mit der Zeit geändert. Ja. Also wo die ersten Umsätze da waren, dann war das jetzt nicht mehr, ich will ganz viel Geld haben oder so, sondern ich will einfach mein Leben so gestalten, wie ich das mag. Genau, ja, und das war eigentlich dann so der Antreiber, ja, also wirklich mehr so in die Lebensgestaltung reingehen, was liegt mir, was will ich machen in mein Leben und ja, natürlich danach natürlich berufliche Erfolge zu feiern, ja, genau. Ja, nice, finde ich gut. Und jetzt, also du bist sozusagen auf so ein gewisses Umsatzlevel skaliert, wie viele Produkte hast du jetzt insgesamt auf dem Markt aktuell? Also ohne Varianten, sondern nur Main-Produkt? Also wirklich eigentlich nur eines. Mhm. Also das ist mein Main-Product. Ja. Auch wahrscheinlich mehrere Varianten dann dazu, ne? Ja, genau. Also klar, mehrere Varianten, um das Ganze ein bisschen zu vervielfältigen. Mhm.
anderes Design, andere Geschmäcker. Zielgruppe erweitern. Genau. Und ja, eigentlich so ein paar Zubehörprodukte natürlich auch noch. Aber wirklich jetzt ohne dem Zubehör kann man jetzt das Hauptprodukt nicht verwenden. Ja. Genau. Okay, super spannend, weil das ist auch, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, als du gerade reingekommen bist, ich bin gerade noch dabei, für unser Training im Coaching das Thema Produktsuche komplett, das wird bei uns einmal komplett refreshed. Ich habe gerade gesagt, ich hätte mir so richtig krass gewünscht, die Idee schon gehabt, also dieses Wissen schon gehabt zu haben, als ich angefangen habe, weil es so fucking einfach jetzt wird, damit Produkte zu suchen, weil genau das, was du gerade sagst, so hey, guck mal, ich gehe, also das ist auf einer Metaebene immer das gleiche Prinzip. Ein Produkt, extrem erfolgreich, okay, ich mache Variablen dazu, um die Zielgruppe zu erweitern. Das heißt, ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe jetzt meinen Gusseisentopf auf den Markt gebracht, ne, und habe den, vermarkte den speziell fürs Thema Brotbacken und sehe, okay, ich bin der Erste oder Einzige, der das fürs Brotbacken macht, es funktioniert gut und dann mache ich halt die ganzen Gusseisentöpfe, die es halt gibt, alle bringe ich halt in dieses Szenario rein. Also es ist super easy, das ist einfach eine Sache, die funktioniert im Markt, die muss nicht mal selbst von dir kommen, einfach zu kombinieren mit anderen Positionierungen und so sozusagen über diese Zielgruppe hinweg durchzuscalen. Und ich glaube, es sind so an die 80, 85 Videos, immer so 4-5 Minuten Steps. Es wird, also an alle Leute bei uns im Training, das wird, ich glaube, das macht die Produktsuche wieder wahrscheinlich fast genauso einfach wie 2013 oder so, wo du gefühlt niemand überhaupt irgendwelche Produkte verkauft hat, also die Märkte waren quasi leer. Und ein interessanter Gedankengang auch dazu ist der, ich habe es den Cappuccino-Effekt genannt. Du musst dir vorstellen, so jedes Produkt hat so eine Art Evolutionsbaum, wie zum Beispiel, egal wie boring oder langweilig, das ist zum Beispiel Kaffee. So, und du hast vor 20 Jahren, weißt du, bist du Kaffeetrinker? Ja. Ja, so vor 20 Jahren wahrscheinlich hätte immer, also keine Ahnung, war ich noch, wie alt war ich denn da? Sechs Jahre war ich da alt. Da habe ich noch keinen Kaffee getrunken. Ja, da hast du einfach Kaffee getrunken. So, es gab Kaffee. So, that's it. So, und dann kam irgendwann Cappuccino, Latte Macchiato und dazu. Und dann, das ist sozusagen wie so eine Art einzelner neuer Baum. Und dann heutzutage, Alter, Decaf ohne Koffein, mit Koffein. Das heißt, alle Produkte, die es irgendwie gibt, gibt es nochmal auch in Decaf. Ja. Iced auf einmal. So seit 4-5 Jahren gibt es alle Kaffeesachen auch mit Eis. Dann kommt Starbucks irgendwann und packt irgendwelche Karamell und irgendwelche Kürbiskernextrakte oder sowas damit rein. Und du hast auf einmal 1 Million Geschmäcker. Dann hast du auf einmal dieses Oatmilk und Soymilk und so weiter und so fort. Das heißt, die Produktevolution ist so, es fängt meistens mit einem super stupiden Produkt an und dann entwickelt sich in der Produktevolution so ein Baum. Und der einzige Schritt, den du gehen musst, ist, den nächsten Schritt der Produktevolution zu kennen. Und den kann man meistens ganz einfach von anderen Nischen sich abschauen. Aber wie auch immer, also ist so die Idee und das ist ja auch das, was du dann sozusagen schon umgesetzt hast, nur dass ich das jetzt so in eine Strategie halt reingepackt habe, dass man einfach checkt, okay, ja, so wäre es wahrscheinlich noch einfacher gewesen. Genau, ja. Genau, absolut, ja. Welcher Preispunkt ist dein Produkt? Bei aktuell 160. Ja. Geil, ja. Also schon echt hochpreisig, ja, also auch im Vergleich zum Markt. Wirklich 30-40% teurer wie die meisten anderen. Genau. Ja, teuerster Anbieter am Markt oder einer der teuersten. Ja. Sehr gut. Ja. Und du hast ja auch einen eigenen Shop sozusagen gebaut. Wie gewinnst du da für Kunden? Also nutzt du dann Facebook-Ads oder was machst du dafür? Genau, also da kommt man das Media Buying wieder zugute. Genau, und sozusagen externen Traffic halt durch wirklich Zielgruppenverständnis auch auf die Website weiterzuleiten. Ja. Und halt dann diese wirklich zu konvertieren. Ja. Und genau, natürlich Meta, Google, so die Hauptplattformen. Ja. Genau, die nutze ich eigentlich zu 90%. Genau. Und kann auch wahrscheinlich nur funktionieren, dadurch, dass du halt nicht nur das eine Produkt hast, sondern halt auch Varianten, damit nicht, wenn du jetzt nur, also egal worum es halt immer geht, dass halt super viele Leute checken das halt nicht, aber die Conversion auf dem Shop oder genauso auf deinem Amazon-Listing, ist völlig egal, ist ja immer essentiell davon, wie groß dein Angebot ist. Wenn dein Angebot zu klein ist und du hast zum Beispiel nur eine Farbe oder eine Größe von, stell dir vor, du willst in ein Schuhgeschäft reingehen und es gibt nur eine Schuhgröße oder nur ein Modell, dann wird jeder sofort wieder rauslaufen. Deswegen ist diese Auswahl halt extrem wichtig. Genau. Und eigentlich durch das Produkt oder durch die Varianten haben wir halt auch ein bisschen
größere Weitsicht, ja, weil oft, also ich lebe in einem Dorf, da ist alles ziemlich straight, ja, und ja. Da ist nicht groß denken und ja, groß die Zukunft ausmalen, sage ich jetzt mal so. Aber es gibt so viele Menschen, gerade im deutschsprachigen Raum, wenn ich nur immer den hernehme, also verwende, ja. So viele verschiedene Geschmäcker, so viele Hobbys, was die Leute wollen, mögen, also da ist genau für jeden was dabei, wo man das Produkt dann mehrere Varianten anbietet. Ja, man sieht das ja auch, also egal, auch bei den großen Marken gibt es ja immer verschiedene Auswahl, es gibt verschiedene, meistens auch Qualitätsstufen irgendwann. Das zum Beispiel könnte auch noch eine Sache sein, bei einem Produkt in die Tiefe zu gehen, wenn man sagt, man hat ein Produkt für 160 Euro, okay, ich mache ein Produkt, das ist etwas schlechter für 120 oder 99 genau. Euro zum Beispiel und vielleicht sogar noch eins, je nachdem, wie viel halt Preisspanne noch oben ist und noch eins für 200 oder 250 oder sowas. Und dann gehst du sozusagen so wie jede Marke hat das ja irgendwann auch mal gemacht. Das beste Beispiel ist ja mal Apple so, ne? Ja. iPhone, iPhone Pro und iPhone Pro Max, so einfach 300, 400 Euro ja. Immer Unterschied zwischen den Dingern und du machst halt einfach, umso teurer das Produkt ist, machst du natürlich mehr Kohle, aber du ja. machst auch bei dem günstigsten Produkt schon Geld und du würdest die Zielgruppe einfach verlieren und es ist wahrscheinlich super einfach, genau. Wenn du schon einmal hast, das dann zu machen. Genau. Hast du jetzt noch mehrere Produkte oder neue Produkte dazu geplant aktuell oder erstmal das Produkt noch weiter zu skalieren? Genau, wirklich das aktuelle Produkt eigentlich noch weiter zu skalieren. Ja. Ja, aktuell ist noch nichts in der Planung, aber wird vielleicht früher oder später noch kommen müssen. Ja, ja, ja. Ja klar, also das, was ist das nicht so? Also so ein Umsatzziel, so was jetzt als nächstes ist, so das pro Jahr oder pro Monat? Wie du es dir setzt. Ja, also pro Monat wirklich mal so konstant die 100.000. Ja. Ja. Genau. Okay, und einmal so ein Peak, so ein, irgendwie so ein, keine Ahnung, 250, 300, 400, whatever. Ja, zu Weihnachten bestimmt, ja. Ja. Also da ist ja immer Hochzeit. Ja, und da nächstes Jahr Weihnachten dann wahrscheinlich automatisch, aber wenn du nur so weitermachst, genau. Wirst du wahrscheinlich schon durch Cashflow und Lagerbestand genau, in der Lage genau, sein, dann genau. Deutlich mehr zu machen. Ja. Genau. Ja. Letztes Jahr eingeschränkt gewesen, ja, mit Lagerbestand, also Mitte Dezember total ausverkauft. Ja. Genau, ja. Kann man natürlich nur um einiges ausreizen. Ja. Extrem. Trotzdem 100.000, ja. krass. Aber das ist dann auch immer, das ist auch immer ärgerlich. Wir sind doch gerade so ein bisschen am Schauen nach einer Lösung, was so das Thema auch dann, war das wegen Kapital? Also, oder einfach, ja. Weil es dann so viel sich verkauft hat, dass sie gar nicht nachproduzieren konnten? Genau, eigentlich Kapital, Cashflow, ja. Mhm. Also mit ja, so hohen Summen sozusagen, ja. Also wenn man halt nichts anderes auf der Seite hat, also auch keine Immobilien, was man beleihen kann oder wie auch immer, dann, also wo man einfach von der Bank Fremdkapital bekommt, dann ist es sehr schwierig, da wirklich sehr schnell zu skalieren. Ja, das war ja. Auch so, ist mein größter Painpoint, ja. Ja. Würde ich so, genau. Ja, ja, ist immer so. Also früher oder später bist du einfach, du könntest 300.000 Umsatz wahrscheinlich im Monat machen, aber und wenn du das. Cashflow-mäßig geht sich das nicht aus. Ja, ja. Genau. Wie viel Startkapital hast du am Anfang? Wirklich Coaching, also mal um das Coaching zu decken, 15 oder 20.000, glaube ich, waren es. Also insgesamt 15, 20.000. Genau, genau. Ja. Also quasi, wo mal das Coaching gedeckt war und dann mal die erste ja. Charge mal zu importieren. Ja. Genau. Das war mal sozusagen gedeckt. Genau. Mit der Zeit ist dann natürlich das Ganze zum Rollen kommen. Ja, die Gewinne reinvestieren genau, und so weiter und so fort. Genau. Ja. Alright, ja, mega geile Sache. Also herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zu den ersten 100.000. Ich bin ja mal gespannt, wie es weitergeht. Ich sehe es ja auch mal so ein bisschen mit im Lager, was so die Bestellzahlen sind. Und dann schauen wir mal, dass wir spätestens, wenn wir im Dezember, was haben wir jetzt? März haben wir, ne? Ja, guck mal, wenn wir im Dezember die 250.000 knacken, dann musst du wieder am Start sein. Genau. Musst du auch mal, ich weiß nicht, ob Jonas oder Tim dich schon angelabert haben wegen Ibiza, da musst du auch mal gucken, ob das vielleicht kommt. Wir machen einen kleinen Workshop. Muss ich nur reinschauen, ja. Das wird geil. Cool. Dieses Jahr. Alright. Okay, du machst jetzt seit 3 Jahren Amazon FBA, jetzt über 100.000 Euro Monatsumsatz. Was sind so 3 Tipps, die du Leuten geben würdest, die auch überlegen, im E-Commerce mit Amazon FBA zu starten? 3 Tipps dann, ja, selber eigentlich keinen Stress zu machen. Ja, also sich selber, der Erfolg kommt von selber, ganz klar. Ja, genauestens die Themenpunkte abarbeiten, beziehungsweise an die Guidelines vom Training halten.
weil die halt wirklich sehr, sehr viel schon wegnehmen, diese Fettnäpfchen. Ja. Und ja, der dritte. Ja, aber was glaubst du? Gute Recherche, ja. Und einfach ein gutes und eine breite Zielgruppe auszuwählen. Ja. Das ist schon nischig, ja. Genau, weil der Punkt ist halt, dass ich mich frage, wenn ich jetzt jemanden einstelle, ich mich aber selbst nicht hundertprozentig mit dem Thema beschäftige, sondern eigentlich einen Experten haben will, der muss sich ja selbst in irgendeiner Form weiterbilden. Also du musst sozusagen jemanden haben, der selber dafür für Innovation sorgt, ohne dass es controlled wird. Und wir leben ja von Innovation so. Das auf alle Fälle, ja. Wie machst du das denn? Also weil du bist ja auch zum Beispiel Media Buyer. Wirst du einfach geschult oder ist es bei so einem großen Unternehmen so, dass es im Grunde genommen einfach so viel Budget da ist oder so viel das da ist, dass es nicht so wichtig ist, sag ich mal, diesen letzten 10-20% rauszukitzeln? Ja, grundsätzlich muss ich mich eigentlich selber schulen, sozusagen. Ja, weil es halt weniger Markt oder nur die Standardsachen oder Ausbildungen gibt. Ja. Und die bringen da halt, sind teilweise schon veraltet. Ja. Und komplett, ja, ey, also ich meine, wenn du 3 Jahre Ausbildung machst, what the fuck, da bist du, kommst in den Markt raus und hast keine Ahnung, worum es geht. Genau, ja, weil euch total mindestens 6 Jahre veraltet ist, ja. Das ganze Bildungswesen rund um das Online-Thema und so weiter, das kannst du ziemlich vergessen. Das ist einfach too fast changing, ja, definitiv. Ja, genau. Ja, du hast innerhalb von Jahr, sag mal, Facebook jetzt funktionieren zum Beispiel nicht mehr, ja, mehr Google, ja. Und in diesem Bildungswesen wird es aber immer nur so suggeriert, TikTok-Ads oder Meta-Ads zu machen. Ja, ja. Nur Beispiel. Boah. Aber das hast du ja zum Beispiel bei uns im Training oder Coaching, siehst du ja auch, wie oft irgendwelche Sachen ausgetauscht werden müssen. Ja. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe Anfang des Jahres Keyword-Recherche komplett ausgetauscht. Jetzt kommt Produktsuche wird komplett ausgetauscht. Wir haben das Thema Quality Inspection komplett ausgetauscht. Dieses Jahr schon Fremdkapital, Wege, Fremdkapital zu bekommen, neue Zinssituation, neue Wege, bessere Wege, andere Wege, ist komplett ausgetauscht. Also wahrscheinlich schon, und dieser Aufwand, der dahinter steht, ist so immens und enorm, weil du musst einmal die Innovation haben, dann musst du sie schnell implementieren und du musst sie gleichzeitig testen, dass sie auch wirklich funktioniert, wenn du es dann weitergibst. Ja. Und deswegen so dreijährige Ausbildung oder sowas, kannst du halt komplett in die Tonne kloppen. Also in den letzten 3 Jahren haben unser Training wahrscheinlich fast zweimal komplett erneuert. Ja. Ja, ist halt ein laufender Prozess, ja. Ja, ganz klar. Aber es ist halt, man muss sich da anpassen drauf. Genau. Guck mal, so mal ganz allgemein. Du bist ja mit Amazon FBA gestartet. Mhm. Sozusagen hast du es erst so ein bisschen auf eigene Faust versucht, wahrscheinlich irgendwie YouTube-Videos geguckt oder dich so ein bisschen informiert. Ja. Und wann oder warum hast du dann gesagt, ich will ein Coaching, also ich will mich coachen lassen, ich will, dass ich mir Unterstützung hole, weil es ja auch nicht günstig ist. Ja, also allgemein war es eigentlich nur mal so, ja, ich habe die Ad gekriegt, ja, ganz klar. Facebook, also Werbung von uns, oder? Ja, Facebook, okay. Ja, genau. Haben wir gedacht, ja, erstes kostenlose Gespräch, machst du aber mal und mal schauen, was die so zu berichten haben über das Thema. Und ja, danach war es halt so, ja, okay, die haben Know-how, ja, die wissen auch, von wann sie... Also hast du zu deinem Erstgespräch direkt gemerkt, okay, yo, da steckt schon mehr hinter als nur irgendwie ein Videokurs oder irgendwie sowas. Es ist weit mehr wie die vereinzelten Schnitzel von YouTube-Videos, ja. Und im Training ist halt alles zusammengefasst, chronologisch abarbeitbar, ja. Und was fandest du oder was gefällt dir am Training besonders geil? Also wo würdest du sagen, kam so der Haupt... Mehrwert für dich jetzt her? Community Building, ja. Das haben, also ich war in keinem anderen Coaching, aber das ist schon eine riesen Community. Ja. Also egal, ob man jetzt jemanden aus der Schweiz irgendwas fragen möchte, ja, kannst du auch anrufen und mit einem ein bisschen quatschen. Ja. Und das ist sehr open-minded people. Boah, Gott. Ja, ich weiß, was du meinst, so, weil gestern oder vorgestern habe ich, glaube ich, eine Mail gesendet und so Interessenten bei uns. Yeah. Und ich habe da reingeschrieben, so, was zeichnet eigentlich die super erfolgreichen Amazon-Seller, erfolgreichen E-Commerce-Seller aus und unterscheidet sie? Und ich habe 3 Punkte aufgeschrieben. Einmal, sie haben ein Vorbild.
Also bedeutet zum Beispiel bei uns im Training, also die haben eine Strategie, die sie als Vorbild nehmen, komplett nicht ein Video oder nur eine Person. Was bringt die eine Person als Vorbild? Du musst wissen, wie arbeitet und handelt diese Person. Ja. Und der zweite Punkt ist gewesen, sie unterhalten sich bzw. interagieren regelmäßig mit anderen erfolgreichen Sellern. Genau. Und es ist, man denkt immer, Community ist irgendwie, man kommt zusammen und hat Spaß. Also ist ja auch der Fall, aber dieser Austausch mit anderen Leuten ist so fucking wertvoll. Ja. Und den kriegst du. Und du musst am besten Leute haben, die das gleiche Mindset haben wie du. Weißt du nicht, dass sie jetzt zum Beispiel, deswegen will ich auch nie in Coaching gehen von irgendwelchen Leuten, Dropshipping oder irgendwie so ein Coaching, was dann so 1000 Euro kostet oder 500 Euro und du sagst, du kannst mit 2000 Euro dein Business aufbauen, weil du hast halt nur wacke Leute da drin. Ja, stimmt. Du hast keine A-Players da drin. Du hast keine smarten Leute, du hast keine Leute, die wirklich committed sind, die wirklich was aufbauen wollen, sondern du hast dann, ich sag mal, in Anführungsstrichen, bei diesen ganzen Dropshipping oder whatever, so eine Hartz-IV-Community. Ja. Und willst natürlich auch nichts mit den Leuten eigentlich zu tun haben. Ne? Also sorry, aber ist ja so. Genau, ja. Aber selbst, also obwohl das Coaching jetzt nicht günstig ist, so, also wenn man from scratch anfängt, das hat sich trotzdem ausgezahlt auf jeden Fall. Also du hast am Ende mehr Geld dadurch verdient bzw. gespart, als du es wahrscheinlich ohne das jemals geschafft hättest. Also alleine die Fehler, die man schon begeht, also war es einfach so... Dann hast du einen Person. Ja, also jetzt... Im Nachhinein offensichtlich sind. Genau, die sparen dir das Geld eigentlich vom Coaching schon. Ja? Genau. Ja, ja. Und so ist es in vielen Coachings eigentlich, egal ob das jetzt Immobilien oder sonst was sind. Ja? Und man denkt immer, ich kenne das ja auch selber, man denkt halt immer, man hat einen Überblick über irgendwas, wenn man sich das anguckt. Und in dem Moment, wo man anfängt, das zu machen, merkt man, scheiße, ich habe gar keinen Plan. Genau. Das ist so, ich guck mal beim Schachspielen zu und du weißt, wie die Figuren ziehen, aber du hast keine Ahnung, wie du das Spiel gewinnst. Die Strategie fehlt, die Zusammenhänge fehlen halt komplett, ne? Das fängt dann auch schon mit dem Einstieg ins Seller Central an, ne? Wenn wir das erste Mal da drin sein, ist wie ein Labyrinth. Ja, ja, ja. Also, musst du mal wissen, wo und da auch geht. Das verändert sich ständig. Genau, ja. Naja, geil. Definitiv. Ja, also kannst du empfehlen sozusagen, Training, e-commerce.de. Ja. Ja. Geil. Jeden, der was da neu durchstarten möchte. Genau. Ah, nice.